Herzlich willkommen zum dritten Vlog aus Korfu. Heute geht es nach Afionas und nach Port Timoni. Und ich würde sagen, wir gehen los. Auto wieder geparkt und natürlich geht es jetzt wieder zu Fuß weiter. Hier gibt es auf jeden Fall einen Parkplatz für 5 Euro am Tag. Ich bin jetzt hier gerade auf jeden Fall auf dem alten Weg zum Beach. Die Frage ist nur, ob ich hier auch am Viewpoint vorbeikomme. Jetzt bin ich hier an der Abzweigung. Ich befürchte, dass es hoch zum Viewpoint geht und hier runter zum Strand. Ich werde jetzt einfach mal nach oben gehen. Und ich hatte recht. Hier geht es zum Viewpoint und runter geht es zum Strand. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, nicht runter zu gehen. Da unten ist es total überlaufen und habe jetzt auch schon öfters gehört, dass es von oben besser aussieht als von unten. Und ich denke einfach, ich werde da mal die Tage mit dem Boot hinfahren. Jetzt geht es noch in die Stadt Afionas. Ich befinde mich ja noch auf dem Weg dorthin und mal sehen, was es dort so zu sehen gibt. Ist ein relativ kleines Dorf mit ein, zwei Lädchen und halt lauter von diesen Blümchen hier. Ich gehe jetzt zurück zum Auto und dann schaue ich mal, was ich heute noch mache. Ich habe mich jetzt noch entschieden, zur La Grotta Bar zu fahren. Das ist eine Beachbar, die in den Felsen reingebaut worden ist. Und da werde ich jetzt den Abend ausklingen lassen. Hier auf Korfu auch immer wieder sehe, sind so verlassene Bauruinen, Liegen, Sonnenschirme, alles schon vorhanden. Das ist sogar eine gigantische Aussicht. Und hier haben wir das nächste verlassene Gebäude. Auch wieder mit einer mega Aussicht. Geht sogar noch runter.
Das ist so eine Art Keller hier. Und nach oben geht es auch noch. Das war's mit dem heutigen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.